Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Coast Guard, dem fantastischen Adventure mit ein bisschen Rettungsring-Simulation, wollte ich gerade sagen. I have the refugees. They're all still alive. Thank God. Get them back to the mothership as quickly as you can. I should be done here by then too. Wie ihr gerade seht, wir hatten beim letzten Mal den Spielstand nicht gespeichert. Das heißt, ich muss jetzt ein bisschen vorher anfangen, damit ihr nicht so eine komische Überlappung habt, wo ihr nicht seht, was passiert ist. Und, willkommen zurück zu einer weiteren Staffel. Ein ganz wichtiger Hinweis ist nochmal am Anfang dieser Staffel. Durch das Fallout jetzt im Kanal ist und natürlich einen sehr prominenten Platz einnimmt erstmal. Also ich hoffe, ihr seid alle dabei in meinen Fallout-Videos. Da würde ich mich riesig freuen, denn das ist wirklich ein Herzensprojekt. Wird der Sendeplan umso wichtiger. Da ist mir nämlich auch gefallen, dass der ein oder andere von euch offenbar das Konzept des Sendeplans nicht verstanden hat. Zwar nicht im Sinne von, wie funktioniert der, sondern, hä? Was ist denn das? Weil ich habe nämlich festgestellt, dass wenn ich, zum Beispiel hier bei Coast Guard, habe ich ja gesehen, euch gefällt das Spiel wirklich super, super gut. Das freut mich natürlich. Und wir hatten dann einen Tag Pause oder so. Und, oder zwei Tage. Und sofort ist ein Drittel der Zuschauerzahlen weggebrochen. Das lässt mich darauf schließen, dass der ein oder andere möglicherweise... nicht gemerkt hat, dass das im Sendeplan steht, dass es zwei Tage halt nicht erscheint. Es kann auch mal fünf Tage nicht erscheinen oder es kann alle zwei Tage erscheinen. Deshalb also, nur weil irgendwie einen Tag mal eine Folge nicht kommt, heißt es nicht, das Projekt ist irgendwie eingestellt oder weiß der Geier was. Also das bitte ich entsprechend zu berücksichtigen. Hallo, this is Finn. Are you guys okay? I'm trying to find and fix the gas leak on the Derrick. It's complete chaos up here. I'm trying to help the drilling team get the situation under control. So, mir ist jetzt gerade nicht ganz klar, was jetzt unsere nächste Aufgabe ist. Ich wollte das einfach nochmal darauf hinweisen, immer in den Sendeplan zu schauen, ist immer eine gute Idee, weil es gibt halt, deswegen mache ich den Sendeplan auch, es gibt halt Programme, die dann halt alle zwei Tage kommen oder alle drei Tage. Und da gibt es halt Leute, die meinen, nur weil irgendwas nicht jeden Tag kommt, so wie das in anderen Kanälen der Fall ist, ist es abgesetzt oder so. Das wäre halt schade, wenn ihr da einfach da nicht am Ball bleibt. Euer Lieblingsprojekt läuft dann auch weiter. Es sei denn, ich stelle es wirklich ein, weil wirklich kein Schwein es mehr guckt. Das hat man jetzt bei Grand Ages Medieval. Das nur nochmal so zur Einordnung. So, ich glaube, an dieser Stelle sind wir beim letzten Mal auch hängen geblieben, wo mir nicht ganz klar war, was das Spiel jetzt eigentlich von uns gerne möchte hier. Ziel. Jetzt muss ich noch schnell zu Defoe und sie können versorgt werden. Jawohl. Ich muss versuchen, einen Weg um die Flammen herumzufinden und so. Das habe ich ja alles erledigt. Ich bin jetzt auf der Defoe. Kann ich auch nicht mehr löschen irgendwie. Tja, keine Ahnung. Also das jedenfalls zum Sendeplan nochmal gesagt, deswegen mache ich das ja extra. Es macht für mich, also ich sehe den YouTube-Kanal so als Menü, als fantastisches Menü zusammengestellt für euch zur besten Unterhaltung. Und da kann man nicht jeden Tag nur Fleisch essen oder kann man nicht jeden Tag nur ein Schnitzel essen. Da kann man nicht jeden Tag nur, ne, you name it. Und das ist halt die Intention, dass ich halt schaue, so was kommt jetzt gerade gut an. Da gibt es natürlich ein paar mehr Folgen, weil ich dann weiß, ihr seid halt heiß drauf zu sehen, wie es weitergeht. Es muss natürlich auch in meinen Zeitplan passen. Das ist eigentlich immer das größte Problem, was Leute halt nicht sehen, dass das auch Aufwand ist, ja. Und, es muss in meinen Zeitplan passen, genau. Das Leute sehen halt nicht, dass es ein Aufwand ist. Und auf der anderen Seite natürlich sehe ich auch, wenn jetzt das Interesse nachlässt. Zum Beispiel beim Landwirtschaftssimulator ist es natürlich klar, dass das Interesse nachlässt. An Betracht von Cattle and Crops und das Spiel ist auch schon wieder fast zwei Jahre alt, hätte ich jetzt fast gesagt. Also ist es nicht, sondern ein Jahr. Aber ja, verstehe ich absolut. Ne? Und dann kommen halt aktuelle Projekte wie Fallout, wo jetzt dann halt jeden Tag irgendwie, ne, also wo es wirklich massive Folgen gibt. Und das geht, fährt natürlich dann auch wieder zurück, aber das heißt ja nicht, dass wir das nicht weiterspielen. Es wird nur dann nicht weitergespielt, wenn hinten Leute ich auf dem Weg verliere. Und deswegen betone ich immer wieder den Sendeplan, warum der so wichtig ist. Und deswegen auch hier nochmal, weil es mir gerade hier besonders aufgefallen ist, dass Leute offenbar dann denken, weil es von anderen Kanälen gewohnt sind. Und ich glaube auch, ganz ehrlich, und das meine ich jetzt nicht böse, dass bei anderen Kanälen auch die Qualität leidet, wenn sich jemand dann da hinsetzt und muss dann jeden Tag, jedes Spiel irgendwie, dann noch irgendwie jeden Tag eine Folge davon reinbringen. Ich glaube, das zehrt so sehr auch an der Substanz des jeweiligen, dass dann irgendwie
keine Ahnung, dass man das auch in der Videoproduktion, sagen wir mal, dass man das merkt, und das möchte ich dann halt auch nicht. So, jetzt stand ich übrigens gerade am Löschmonitor. Was cool ist, was ich gerade feststelle, wir kommen an der Stelle raus, wo wir waren. Interessant, das hätte ich auch nicht gedacht. So, wir gehen mal unter, wir haben doch die ganzen Verletzten an Bord, müssen wir die jetzt vielleicht befragen oder so. Mir ist gerade nicht ganz klar, was ich machen soll. Mir ist gerade nicht ganz klar. Küchentür ist gesperrt. Hier gab es den Mord. Hier gibt es die Zelle. Hier geht es nach draußen. Der Larry, der sollte ja eigentlich... Das, was ich lustig finde, ist, der Larry, der sollte ja eigentlich nur die Löschmon-Dinger bedienen. Der Larry ist aber so faul, der hat gleich den ganzen Stuhl mitgenommen. Ja, und die Leute, die wir irgendwie an Bord nehmen, die sind immer alle weg. Wo sind denn die eigentlich hin immer? Wir nehmen hier massenhaft Leute an Bord und die sind alle weg. Muss man nicht verstehen. Da ist der Larry. Hey Larry, please don't bother me right now. I need to concentrate on these firefighting monitors. I don't operate these things that often. Okay, please carry on. Vielleicht müssen wir den Typen wieder abholen. Würde für mich halt Sinn geben. Hold on. Finn, hurry. I'm coming. I'll save you. So viel dazu. Und jetzt kam ein Speicherpunkt. Toll. Oh Mann. Liebe Entwickler, wir brauchen mehr Speicherpunkte. Liebe Entwickler, wir brauchen mehr Speicherpunkte. I'll save you. I'll save you. Z-Make-Wiesen. So, wo ist er denn? Unser kleines Sahnebisee-Zimtschneckchen. Wo ist denn der Turm umgekippt? Muss ich da jetzt da hochklettern oder was? Oder wie? Oder wie? Oder was? Je ne sais pas. Tüdelütüdelütüd. Ja, was soll ich denn da machen? Soll ich da hochklettern oder wie? Oder wie? Ich meine, ich kann ja ins Wasser springen, dann werde ich dich schon retten. Da ist ja nicht das Problem jetzt. I'll be with you in a second. Hold on. Es sieht so aus. How do I get up to the derrick? That's hardly possible. The oil rig is almost completely destroyed. The gangway over there collapsed with the crane. There has to be some way up there. What do your layouts say? Well, there actually seems to be a way, but you aren't gonna like it. Just spit it out. I have to save her. There's a ventilation shaft in the generator room that leads to the roof. Aha. According to my display here, you should be able to get over to the derrick from there. Where's the generator room? Back by the oil tank. You just passed it earlier. So, hier kommen wir nicht durch. Oh. Also für die Effekte, dass man da ins Feuer reinrennt, hat es nicht mehr gereicht. Deswegen fragen mich auch immer Leute, warum ich den so aus dem Sack gehe mit dem Sendeplan. Aber hier seht ihr, das ist ein schönes Beispiel. Und es wäre halt schade, wenn ich das einfach falsch einschätze, ob ihr was sehen wollt oder nicht. Basierend darauf, dass ihr einfach das System nicht seht. Was ist da unten für ein grüner Punkt? So, wir sollen bei den Tanks lang. Das sind doch hier die Tanks, ne? Aber hier ist nichts. Ist aber nicht der Generator Room. Der Generator Room ist doch da oben, oder nicht? You're not gonna like it, hat er gesagt. MSC. This is Luke Fox. We have a disaster on our hands here on the oil rig. There's been a blowout. That's terrible. I'm sending help. Please do what you can to help the personnel. So, also hier kommen wir nicht mehr her. Der Kran ist auch weg.
Und wir müssen da hinten hin. Und im... MSC, this is Luke Fox. We have a disaster on our hands here on the oil rig. Wo ist der eigentlich hin, der Typ? That's terrible. I'm sending help. Please do what you can to help the person. Hm. Also bei den Öltanks, bei den Tanks, da ist der Generator Room und da ist eine... Aber der Generator Room ist doch hier auf der anderen Seite, der ist doch ganz hier hinten. Da ist der, das ist der Raum. Zumindest war er das eben noch. Dann müssen wir vielleicht hier lang. Und dann durch einen Ventilation Shaft. Aber hier kommen wir nicht lang. Tja, geht nicht. Ich meine, da müssten wir hin, aber wie kommen wir denn da hin? Hier nicht. Wir könnten natürlich wieder über diesen einen Punkt, also über den Punkt springen, wo wir schon einmal hergelaufen sind. Und zwar, wenn wir hier runterspringen, kommen wir jetzt natürlich da hinten hin. Nur diese Tanks, ne? So, danke, da macht er mir den Weg frei. Und dann müssten wir hier rein. Oh ja. Eieiei. I can see the ventilation shaft on the roof from up here. The gangway up here still looks to be intact. Please hurry. So, also Gaskreisläufe schließen. Wo immer wir das tun, weil hier oben geht's schon nicht weiter. Aber hier geht's weiter. Und jetzt? Ey, ich muss hier irgendwie hin. Hallo? Komme ich aber nicht mehr. Und hier komme ich auch nicht mehr vorbei. Ich von außen wieder reinrennen. Ach Leute, das habt ihr euch aber echt blöd überlegt. Da hätte ich jetzt wahrscheinlich erst den anderen Schalter umschalten müssen. So, also den machen wir wieder aus. Und warten, bis der hier fertig ist. Oder auch nicht. Hm. Weil jetzt ist hier wieder stark Strom. Hier komme ich jetzt nicht durch. Ist der denn auch ein Schalter? Nee. Hä? Das verstehe ich jetzt aber nicht. Was machen wir denn da? Was ist das hier für ein Driss? Also hier ist kein Schalter, da gehen nur gleich die Tanks, fliegen da gleich in die Luft. Ja, und sonst so. Finden wir raus in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Garderole spielt mit euch. Coast Guard. Ich würde mich freuen, wenn ihr dabei seid, weil die nächste Folge kommt. Ach, wer hätte das gedacht? Seht ihr im Sendeplan. Unter tv.garderole.de. tv.garderole.de ist auch in der Beschreibung verlinkt, ist in der Einblendung, ist im Kanal verlinkt, ist auf der Webseite verlinkt, ist überall verlinkt. Danke fürs Reinschauen. Bis dann. Tschüss.